Eine tolle Bienenweide ich hier gerade entdeckt habe beim Nachhauselaufen. Das ist hier eine Stockrose. Stockrosen sind hübsch anzusehen, weil die gibt es tatsächlich in x vielen Farben. Und Stockrosen kann man ziemlich leicht vermehren, indem man einfach im Spätjahr diese Samenkapsel nimmt und die im Frühling irgendwo in offene Erde reinschmeißt. Dann sind die Stockrosen da ratzfatz am rauskommen. Meines Wissens ist das eine einjährige Pflanze, die aber wie gesagt durch die Samenbildung immer wieder dann sich ausbreitet und neu kommt. Und das Besondere an Stockrosen ist, dass da speziell Wildbienen und Hummeln reingehen. Honigbienen zwar auch, aber jetzt nicht so arg. Ah, schaut mal, da haben wir nämlich gerade so eine Wildbiene. Wie immer, Wildbienen sind teilweise nicht größer als eine fliegende kleine Ameise. Also das war gerade eine Wildbiene. Und bevor ich hier das Video gemacht habe, habe ich hier gerade eine fette Hummel drauf gesehen. Ah, die ist gerade um mich rumgeflogen. Vielleicht kommt jetzt in der Sekunde noch die Hummel zurück. Nee, das Video soll jetzt auch nicht so lang gehen. Also ich wollte nur mal zeigen, hier Stockrosen, ganz tolle Bienenweiden. Gibt es in kunterbunten Farben und die sind ganz einfach anzusetzen und ziemlich wetterrobust. Kommt auch noch dazu. Und bis zur nächsten Bienenweide. Ciao.